Hi und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich, wie versprochen, ein Haul für euch. Ich plane ja momentan meine Winter-Capsule-Wardrobe und dafür habe ich in der letzten Woche verstärkt eingekauft. Die meisten Sachen, die ich eingekauft habe, sind von Zalando. Ich kaufe dort sehr, sehr gerne ein, weil sie eine sehr breite Auswahl haben an unterschiedlichen Marken, an unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Preisen. Und das wollte ich jetzt nur halt vorab sagen, dass es ein reiner Zalando-Haul ist. Und die Marken, auf die ich mich konzentriert habe, waren überwiegend war das Massimo Dutti, weil ich jetzt im Herbst diese Marke kennengelernt habe und mir hat der Trenchcoat sehr gut gefallen, den habe ich ja von Massimo Dutti und ich wollte einfach nochmal schauen, was sie sonst noch so haben und ich bin auch wirklich zufrieden mit dem, was ich jetzt bestellt habe. Aber da sind auch andere Teile dabei von S. Oliver, von Esprit. Beispielsweise ist dieses Cardigan, den ich jetzt im Herbst gekauft habe, auch von Esprit. Hat eine sehr, sehr schöne Qualität. Was ist noch so dabei? Ja, so ein paar Marken, die ich jetzt nicht kenne, aber die mich vom Schnitt her und vom Style her einfach neugierig gemacht haben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach ganz normal los. Ich habe das jetzt aufgeteilt nach Oberteilen und Unterteilen. Ich habe sehr viele Unterteile. Und einen kleinen Disclaimer wollte ich jetzt auch noch vorab machen. Das sind jetzt sehr viele Teile, die ich euch heute zeigen möchte, zumindest nach meinem Geschmack. Ich werde nicht und wirklich bei weitem nicht alle Teile behalten. Ich werde euch dann im Laufe des Videos sagen, welche Teile ich gerne behalten möchte, aber ich bestelle mir immer so vermutlich wie ihr auch schon eine Auswahl, um dann zu gucken, welches Teil ist wirklich so wie auf dem Bild dargestellt und welches nicht und welches passt einem und welches passt einem nicht. Und ich wollte jetzt diesen Winter eigentlich diesen ganzen Prozess mit dem Einkaufen und Planen der Capsule Wardrobes ein bisschen schneller durchhaben, damit ich die Teile einfach sehr schnell verfügbar habe. Und ich glaube sogar, dass ich jetzt nach dieser einen großen Bestellung, die ich gemacht habe, dann sozusagen den Einkaufsteil somit beendet habe. Das erste Teil, was ich euch zeigen wollte, ist dieses ganz schlichte, normale weiße T-Shirt. Ich habe ja schon in der Herbst Capsule Wardrobe ein weißes T-Shirt drinne gehabt und habe schon da gesagt, dass ich eigentlich einen Ersatz dafür brauche. Ich werde euch das Video zur Herbstcapsule Wardrobe mal hier oben in der Infoleiste verlinken, falls ihr da Interesse habt, euch das auch nochmal anzuschauen. Aber genau, das erste Teil war jetzt das weiße T-Shirt. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das nicht noch eine Nummer größer bestelle, aber eigentlich sollte das soweit funktionieren. Was ich bei einem weißen T-Shirt immer liebe, ich stecke das mal hier rein, ist ein V-Ausschnitt. Und was ich an diesem besonders gut fand, war, dass es ein bisschen dichter ist und ich die Hoffnung habe, dass ich dieses T-Shirt nicht so schnell auswäscht wie das andere weiße T-Shirt, was ich schon besitze. Das ist nämlich wirklich ausgewaschen und sehr, sehr dünn geworden und jetzt mittlerweile schon fast durchsichtig. Also dieses weiße T-Shirt hat mir sehr gefallen. Es hat einen ordentlichen Stretchanteil. Dann habe ich mir auch von Massimo Dutti diese weiße Bluse bestellt. Ich bin ja schon seit 500 Jahren auf der Suche nach einer weißen Bluse oder nach einem weißen Hemd. Ich habe es noch nicht gefunden. Das hier werde ich nicht behalten. Ich fand es trotzdem sehr, sehr schön. Ich finde einfach nur, das passt nicht so ganz zu meinem Körper. Wenn ich mich nicht täusche, ist diese Bluse aus Viskose und nicht aus Seide. Ja genau, 100% Viskose. Viskose ist auch ein super, super tolles Material. Es hat hier diesen einen Knopf, und also den sichtbaren Knopf, und dann geht hier die verdeckte Knopfleiste los. Und es fällt halt sehr, sehr locker. Es ist ein klein wenig durchsichtig, was mich aber nie so richtig stört, wenn es nicht so schlimm ist. Und es hat hier diese Art Puffärmel. Und das ist das, was mich letztendlich dazu bewogen hat, zu sagen, nee, das ist nicht ganz so passend für mich. Weil das irgendwie komischerweise ein bisschen aufträgt. Ich weiß nicht wieso, aber jedenfalls, diese weiße Bluse finde ich sehr schön, kann ich sehr gut weiterempfehlen, aber für meinen Körpertypen nicht wirklich. Des Weiteren habe ich mir auch von Massimo Dutti diese Bluse oder dieses Hemd hier bestellt. Es fühlt sich so unglaublich gut und weich an. Auch das werde ich wieder zurückschicken und nicht behalten. Ich finde die Farbe, die ist in Ordnung. Ich finde, sie steht mir schon recht gut. Aber letztendlich habe ich überlegt und eine weiße Bluse ist mir dann doch wichtiger. Deswegen werde ich lieber weiter nach einer weißen Bluse Ausschau halten. Denn das, was mich an dieser Bluse oder an diesem Hemd ein bisschen gestört hat, war, und das stört nur mich, wahrscheinlich stört das andere Leute nicht, hier ist null Stretchanteil, was überhaupt nicht schlimm ist, aber an den Ärmeln ist mir das schon so ein bisschen knapp und
wenn ich mir das dann nochmal größer bestelle, dann wird alles andere auch ein bisschen größer sitzen. Und alles andere fand ich aber schön. Hätte das hier ein bisschen mehr Luft gehabt, dann hätte ich das vermutlich behalten. Aber so ist mir das ein bisschen zu knapp an den Ärmeln. Da ist die Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Und ich habe halt einfach etwas stärkere Arme. Deswegen geht diese Bluse zurück. Aber auch die kann ich wirklich nur jedem weiterempfehlen. Und diese Marke an sich, finde ich, macht sehr qualitativ hochwertige Teile zu einem bezahlbaren Preis, wie ich finde. Ja, und der Stoff ist super, super angenehm. Ein weiteres Teil von der Marke ist dieser Pullover hier. Ganz meine Farbe. Ich mag weiße Teile sehr, sehr gerne oder so cremeweiße Teile sehr gerne. Dieser Pullover ist aus 95% Wolle und 5% Kaschmir. Ich finde ihn ein bisschen kratzig. Ich fand den nicht so angenehm auf der Haut und ich bin da, was das angeht, empfindlich. Das heißt, meine Sachen, die müssen wirklich weich sein. Zum Beispiel dieser Cardigan hier, der ist wirklich super, super weich auf der Haut. Vom Schnitt her fand ich ihn sehr, sehr schön. Dieser Pulli hat hier an den Seiten einen Schlitz. Ich finde, gerade wenn man so ein bisschen runder ist und die Kante, der Saum gerade aufhört und man hier an der Seite so einen Schlitz hat, wirkt es einfach besonders schön und besonders schmeichelnd. Aber es war einfach nicht ganz mein Ding. Müsst ihr schauen, wenn ihr das Teil bestellt und euch dafür interessiert, was ihr davon haltet. Und dann kommen wir auch schon zu einem meiner Lieblingsteile und das werde ich definitiv behalten. Und das ist diese Buntfaltenhose. Ich habe sie hier unten ein bisschen hochgekrempelt. Ich mochte diesen Look an mir recht gerne. Ich habe jetzt nicht den allergrößten Anspruch, besonders groß zu wirken, weil so gekrempelte Sachen, die lassen einen schon immer gerne so ein bisschen kleiner wirken. Aber den Anspruch habe ich nicht. Und ich habe diese Hose angezogen. Ich habe sie mir in zwei Größen bestellt. Einmal in Größe 40 und einmal in Größe 38. 38 hat, finde ich, sehr gut gepasst. Zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass es mir gefällt. Jeder hat ja so ein bisschen einen eigenen Geschmack, was Passform angeht. Ja, sie hat Seitentaschen, was ich sehr toll finde. Hier hinten sind nochmal so Taschen, Paspeltaschen. Da muss ich das einfach nochmal auftrennen. Die funktionieren. Und ansonsten ist das mehr wie so eine Jogginghose. Hier oben ist auf jeden Fall so ein Gummibund und hier vorne kann man das Ganze nochmal zusammenbinden, falls man doch nochmal ein bisschen enger braucht. Aber für mich war das jetzt nicht notwendig. Ich mochte diese Hose. Das ist jetzt dann praktisch meine zweite Hose, die ich besitze. Ich habe eine blaue Jeans, die ja zu allem Möglichen angezogen werden kann. Ich habe auch eine schwarze Jeans, aber die schon so, so alt ist und wirklich bald nicht mehr ist. Und dementsprechend zähle ich diese Hose als meine zweite Hose. Und ich wollte so, so gerne mehr Teile mit Muster drin haben. Das Thema Muster, wie ihr wisst, ist ja bei mir in letzter Zeit ein großes Thema. Und das ist wirklich ein schönes Karo-Muster. Und diese Hose ist auch schön dunkel. Also wenn ihr so ein bisschen kräftiger untenrum seid, dann sind dunkle Teile ja doch immer eine ganz gute Wahl. Also das war's zum Thema Massimo Dutti. Da werde ich, wie gesagt, zwei Teile von behalten. Einmal die Hose und vermutlich das weiße T-Shirt, weil es mir schon sehr gut gefallen hatte. Und jetzt kommen nur noch Röcke. Ich war ja schon seit längerem auf der Suche nach einem schönen Rock und habe jetzt hier mehrere Röcke bestellt. Die meisten in einem schönen Karo-Muster. Für den Winter. Ich habe jetzt wirklich speziell dafür geschaut, dass das Teil nicht das ganze Jahr über getragen werden kann, sondern wirklich speziell für den Winter, vielleicht für Anfang Herbst. Und ich habe jetzt zwei Röcke von S. Oliver. Ja, von S. Oliver. Einmal diesen roten Karo-Rock. So rum. Einmal diesen roten Karo-Rock, den zweiten stelle ich euch gleich vor. Mir gefällt das Muster sehr, sehr, sehr gut. Ich finde die Farben super schön. Ich muss das so zeigen. Ich finde die Farben super schön. Er ist mir ein kleines bisschen zu lang. Ich habe auch den in 38 bestellt. Und auch wenn die Länge absolut in Ordnung ist, ist es einfach nicht ganz mein Geschmack. Ich mag Röcke gerne, wenn sie einen Hauch kürzer sind, weil es mich einfach so ein bisschen, ich weiß es nicht, cooler ausschauen lässt. Also den werde ich nicht behalten, den Rock. Dieser Rock ist gefüttert, was ja ein Riesenvorteil ist. Nicht alle Röcke, die ich bestellt habe, sind gefüttert. Ich sage ja immer, gefütterte Röcke, das ist ein Muss. Da muss einfach ein Futter rein, dann bleibt auch nichts hängen. Genau. Und der zweite Rock ist ja auch von S. Oliver. Das ist einer in der Farbe Blau. Ist auch sehr schön, hat auch ein sehr schönes Karo-Muster. Hat eine etwas andere Wolle, die ist jetzt nicht so haarig. Hat auch ein Futter, finde ich, sieht auch sehr, sehr schön aus. Hat aber auch den gleichen Schnitt. Also es passt mir, aber es ist halt irgendwie, hat das nicht so, keine Ahnung, hat mich einfach nicht so begeistert. Deswegen kommt auch dieser Rock zurück. So, dann
Als nächstes habe ich von der Firma Gap diesen Rock bestellt. Ich mochte die Farbe sehr gerne, weil es ein bisschen heller ist, auch wieder in Karo. Das Schöne an diesem Rock ist, dass er den Zipper hier vorne hat, durchgehend, und auch Zipper an den Seiten. Und man schließt ihn auch vorne. Also das ist ein funktionierender Zipper, der nicht einfach nur Deko ist. Dieser Rock hat sehr viel Stretch, was praktisch sein könnte, was aber letztendlich mich dazu bewogen hat zu sagen, nee, ist auch nicht ganz so meins, denn ich möchte irgendwie nach einem, beziehungsweise ich habe ja jetzt schon hier einen Rock, den werde ich euch nachher zeigen, aber ich möchte einen Rock haben, der ein bisschen weg von diesem Jersey geht. Passt aber sehr gut und schaut auch sehr schön aus. War aber nicht ganz so meins, deswegen geht dieser Rock auch zurück. Und der nächste Rock von der Firma Warehouse ist auch ein Karo-Rock. Der ist wunderschön. Ich finde dieses Karo hier ist so schön winterlich und kontrastreich. Ich fand nur, dass der Schnitt und die Abnäher, die hier sind, etwas mehr ausgelegt sind für Frauen, die eine etwas stärkere Hüfte haben und eine etwas schmalere Taille. Bei mir haben sie etwas aufgetragen, weil sie halt eben diese Rundung mitnehmen oder diese Rundung suggerieren. Ich hatte sie an der Stelle einfach nicht und deswegen fand ich, hat das einen Hauch aufgetragen. Deswegen geht dieser Rock auch zurück. Was ich an diesem Rock super toll finde, ist, dass er zu einem der wenigen Röcke gehört, die auch Taschen haben. Das finde ich total cool. Ansonsten ist dieser Rock auch gefüttert und auch so von dem Griff und von der Qualität her fand ich den auch sehr, sehr schön. Ich bin sowieso sehr begeistert von der Auswahl, die ich diesmal gemacht habe, auch wenn sehr viele Teile zurückgehen. Hatte ich auch schon mal Bestellungen gehabt, wo man meint, dass die Qualität gut ist, weil das Bild sehr schön ausgeschaut hat und die Angaben auch sehr schön waren. Aber wenn man das Teil dann wirklich in seinen Händen hält, waren die eher eine Enttäuschung. Aber diese Auswahl, finde ich, ist jetzt insgesamt eine sehr gute Auswahl. Und wirklich alle Teile haben soweit gepasst. Nur ist das natürlich auch immer Geschmackssache, ne? Und mein Lieblingsrock oder den ich jetzt vermutlich behalten werde, vielleicht bestelle ich mir das eine Nummer größer, denn den habe ich jetzt auch in der Größe 38 bestellt. Das ist dieser Rock hier vorne von der Firma Skirts and Pants. Der hat mir so sehr gefallen, der war so, so schön. Auch er hat ein schönes Karo-Muster in Grün und Schwarz oder ganz dunkelblau. Er hat hier vorne einfach dieses wunderschöne Detail mit dieser Stecknadel sozusagen. Das finde ich, ist einfach voll mein Ding. Das ist einfach voll mein Ding. Und das ist ein Wickelrock, der ja den Vorteil hat, dass wenn man halt ein bisschen mehr wiegen sollte oder ein bisschen weniger wiegen sollte, ich kriege jetzt hier nicht über 5 Kilo, sondern über irgendwie 2 Kilo oder so, man dann die Knöpfe verschieben kann, sodass man ein bisschen mehr Weite oder ein bisschen weniger Weite machen kann. Also man muss dann schon die Änderung machen, aber ja. Und er hat hier eine rohe, offene Kante, die mir auch sehr gefallen hat, was einfach diesen Schnittcharakter hat und diesen Modecharakter für mich irgendwie noch viel stärker hat. Passt mir jetzt schon, ist na so ein Hauch knapp, deswegen weiß ich nicht, vielleicht eine Nummer größer oder nicht. Ich muss mir das nochmal überlegen, aber jedenfalls dieser Rock, das ist ganz meiner. So, und dann glaube ich, war es das. Genau, ich habe jetzt hier keine Teile mehr. Es kommt noch eine Bestellung, die hat es jetzt nicht rechtzeitig zu diesem Video geschafft. Da sind auch so ein paar weiße Blusen dabei, wo ich die große, große Hoffnung habe, dass eine davon auch wirklich was ist und ich es behalten kann. Und wenn das so ist, dann hat sich das mit diesem einen Einkauf für mich erledigt. Das finde ich total toll, dass ich jetzt nicht irgendwie Woche für Woche für Woche für Woche auf der Suche bin nach Teilen, die zu meiner Garderobe passen. Ja, und wenn ich jetzt einmal zusammenfassen könnte, habe ich praktisch einen Rock gefunden, ich habe eine Hose gefunden, ich habe ein T-Shirt gefunden. Drei Teile sind jetzt nicht viel, aber diese drei Teile machen mich jetzt schon total glücklich und ich freue mich jetzt schon so tierisch darauf, sie zu tragen. Ich werde auf jeden Fall gerne nochmal ein Video drehen über die Winter Capsule Wardrobe, wo ich euch die einzelnen Teile und die komplette Garderobe noch einmal zeige, die gesamte Auswahl, die ich habe und unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz, ganz wundervolle Woche und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.